Naja. Was? Gut. Belassen wir das mal dabei. Diesen kleinen Fehler. Kann auch mal passieren. Ist halt nur die Frage, ist der Fehler in meinem Tagebuch? Das wäre ärgerlich. Oder ist der Fehler in Sarivoks Tagebuch? Wie dem auch sei, wir müssen jetzt in die Unterkeller. Beinahe unter meiner Würde. Beinahe unter meiner Würde. Und den besten Weg haben wir wohl über Husam. Der hat uns ja gesagt, dass im Ilmata-Tempel der Priester einen Geheimweg kennt. Nichts leichter als das. Und den sollten wir wohl am besten nehmen. Also geht's jetzt erst da hoch, weil sonst haben wir wieder Probleme. Beinahe unter meiner Würde. Dass wir in der Ecke rauskommen, wo wir nicht rauskommen wollten. Nichts leichter als das. So, genau. Hier oben in den Ilmata-Tempel. Wo zur Abwechslung mal auch ein Priester ist. Das jetzt, als wir das erste Mal im Ballusturm waren, war da nämlich keiner. Und die warten da immer noch wie eine kleine Armee. Alles Schattenliebe. So, machen wir mal kurz ein Quicksave. Bitte um eine milde Gabe. Leiden sollst du, unheiliges Fleisch. Ja, leidet lange, mein Bruder. Ich muss jetzt gehen. Teuflisches Fleisch, nicht wahr? Doch ist Fleisch nicht etwas Schönes, geschaffen als Abbild des Göttlichen? Ich fürchte, ich werde euren Glauben nie verstehen, Bruder. Unsere Seelen sind schon genug gefehlt. Warum muss auch noch unser Fleisch leiden? Nehmen wir mal das Mittlere. Der göttliche himmlische Schenkel, die gesunden Locken der Sonne selbst. Ach, wenn doch ein wenig von der göttlichen in jedem Succubus, jeder Erinie und jedem Alufeind wäre. Die neuen Höllen sind voll guter Männer und Frauen, die in den Flammen ihre gefallenen Leidenschaften verbrennen. Und wer ist Sune? Das ist die Göttin der Liebe. Und brennen sollen sie. Die Liebe ist ein reiner Kelch, der nicht mit dem vergifteten Wein der Leidenschaft gefüllt werden darf. Und gibt es keine Grautöne, nehmen wir wieder das Mittlere. Und was für ein Gift es ist. Oh, bitte um eine milde Gabe. Okay, das war... War das richtig? Ah, ihr seid es. Ihr wart ja so interessant an der, interessiert an der theologischen Seite des Fleisches und seiner Sünden. Es gibt da einen Gang von meinen Gemächern aus, mit dessen Hilfe ihr diese Sünden ja untersuchen könntet. Der Gang führt zu einem Ort, der Unterkehr genannt wird. Würdet ihr mich gerne begleiten? Ja, führt mich in den Unterkeller. Dann kommt mit mir. Gut. Nichts leichter als das. Wir wollen hier zwei ziemlich böse Meuchelmörder besiegen. Ja, für die Gruppe. Ihr habt so gut ihr könnt. Für die vorausgesetzt, Gruppe. Talisa, Yahira und Dynahir sind mit ihrem Zwist hier fertig. So, uns sind ein bisschen die Zauber ausgegangen. Was heißt ausgegangen? Wir haben noch genug davon. Nein, abbrechen. Ja? Wir müssen mit den Zaubern klarkommen, die wir jetzt noch haben. Wir haben auf jeden Fall... Obwohl, wir haben doch noch eine Hastrolle. Ich bin ganz Ohr. Die kann dann hier mal verbraucht werden. Ja, oh allgegenwärtige Autoritätsperson. So. Was wollt ihr? Du trinkst so ein. Wenn das nämlich Meuchelmörder sind, die einfach so mal Enter Silbershit ausgelöscht haben, sollten wir ein bisschen... Oh. Jetzt habe ich ihren Zauber unterbrochen. Schlecht. Egal. Du, Kai, hast keinen. Du kannst den noch wirken. Und die Kugel. So. Ja, gut. Das heißt, wir sind jetzt alle gewappnet, wenn wir jetzt hier gleich langlaufen. Schau mal, Christin, meine Süße, da sind die Helden der Schwertküste. Richtige Mordskerle. Na, was haben wir denn da? Schwertfutter? Ich weiß nichts, Leif. Sie sind so riesig und furchtbar. Oh, ich hatte ja...
Oh, ich hatte hier an jemand anderen gedacht. Okay. Oh, sie hat eine Zunge aus Stahl und ein Herz aus Gold, meine Christine. Und sie ist so hübsch, dass sie sich unsichtbar macht, damit sie nicht von Typen belästigt wird. Würde zwar sowieso keiner wagen, wenn einer wie euch sich um sie kümmert. Sliflein, sagst du es ihnen ja? Liebling, du kannst mich doch, du kennst mich doch. Du kennst deinen alten Sliffy. Hey ihr, glaubt bloß nicht, dass ihr uns bei unserem Lieblingsgeflüster zuhören könnt, klar? Das geht euch gar nichts an. Was flüsterst du da, Süße? Jetzt erzähl mir meine Christine, dass ihr, alle eine Schwäche für die Großherzoge habt. Ist schon eine Schande, das mit Inter Silberschild, was? Einer erledigt und noch zwei vor uns. Arme Herzöge. Wäre es nicht besser gewesen, wenn sie alle zusammengestorben wären? Ach was, Christine, jetzt verrat nicht gleich alles. Es ist auf, wie heißt das noch? Der Silberblase. Egal, mir reicht's jetzt mit diesem Katz-und-Maus-Spiel. Es ist nichts für mich. Wir bringen sie jetzt um und die Herzöge nach dem Mittagessen, wie Sarivok uns befohlen hat. Ich liebe dein Intellekt, Sliff. Okay. Es geht los. Die hat sich da hinten unsichtbar gemacht. Okay, der erste ist schon mal weg. Möchtest du gerne etwas Aufregendes erleben, Liebling? Wo ist sie zur Hölle? Ah, da ist sie. Ah. Gott, und die Weiber, die quatschen hier zu viel. Ich bin ganz Ohr. Okay, sie ist auch tot. Nichts leichter als das. Gut, dann ziehen wir uns erstmal zurück. Ja. Beinahe unter meiner Würde. Dalisa, wir machen das so. So hören wir nämlich nichts von dem, was die beiden labern. Okay. Noch zwei Briefe. Geld. Was wollt ihr? Gut. Magie verlangt einen wachen Geist. Ich brauche Schlaf. Oh, magische Schleuderkugeln. Jede Menge Zauber. Eine Schleuder. Ich habe den ganzen Tag Nils schon genug geschuftet. Hat noch genug Platz eigentlich. Ach, zur Not gib einfach mal was an Khalid ab. So. Ihr zeigt, ich bin voll bewaffnet und kampfbereit. Feuerbälle können da wieder rein. Die hätten wir hier unten nämlich leider nicht benutzen können. Was? Die kannst du mal identifizieren. Kugeln und Kugeln plus 2. Ui, schick. Nur leider kein Platz mehr irgendwo. Da musst du sie mal behalten. Okay. Das ist Meisterdiebestrank. Den kann Imoen bekommen. Ein Kurzschwert und eine Schleuder. Kurzschwert. Kurzschwert der Heimtücke. Kurzschwert für Dolchstoß. Die Klinge des Schattens. Die Klinge des Schattens wurde als perfektes Mordwerkzeug geschaffen. Sie wird von all jenen begehrt, die Meinungsverschiedenheiten mit dem Schwert beilegen. Und ihr Besitz ist oft nicht von langer Dauer. 1W6 Schaden. ETW plus 3. Immerhin guckt ihr das Ding mal an. Und das ist eine Schleuder plus 1. Davon hat Dina hier schon eine. Also geht das zu Minsk. Dein Schwert ist ein Kurzschwert plus 2. Das macht 1W6 plus 2 und ETW plus 2. Du machst nur 1W6, dafür ein ETW. Nee. Den einen ETW können wir uns sparen. So. Verschwende erstmal die Durchbohrungspfeile, dann kannst du die anderen Pfeile verbrezeln. Ach ja, was ich noch gar nicht vorgelesen habe, war der Schutzumhang plus 2. Der Geisterschild. Von diesem Umhang sagt mir, er konzentriert die Energie des Geistes in einer schützenden Kraft. Gerüchte von einem in diesem magischen Umhang gefangenen Vampir sind, halten sich hartnäckig, können jedoch ohne Zerstörung des Umhangs nicht bewiesen werden. Nee,
Diesen Umhang wollen wir nicht zerstören. Nicht so viel reden und dann bringen wir die Sache mal ins Rollen. Na, zu viele Weiber. Zu viele Kurtisanen, die etwas zu sagen haben. Bleiben wir mal hier oben. Und warten darauf, dass Minsk, das Plünderungsfenster von Minsk aufgeht. Genau. Oh, die hat noch einen schicken Dolch dabei. So. So, gehen wir mal wieder ins Inventar, dass wir das nicht hören müssen. Ich habe nämlich keine Lust, wieder was auszupiepsen. Ja. Dolch. Dolch plus 2 Langzahn. Dolch plus 2 Langzahn Todesklinge. Da diese Waffe erst vor relativ kurzer Zeit von Abenteuern im Süden entdeckt wurde, waren ihre Einsatzmöglichkeiten viele Jahre unbekannt. Leitfäden der Magie enthüllten schließlich ihre lange Geschichte als Mörderwerkzeug und sie erhielt sich den Namen Todesklinge. Bald darauf wurde sie gestohlen. Die ist so gut wie Imoens Kurzschwert, aber Kurzschwerter sind für Imoen, glaube ich, besser. So, haben wir hier irgendeinen Zauber, der uns noch was bringt? Vampirgriff hast du ja schon gelernt, oder? Ja. Und den Todesschädel hast du, glaube ich, auch schon gelernt. Mhm. Und auch Findbarkeit. Konnte sie nicht schreiben, schade. Hm. Wie sieht es mit den Stufenaufstiegen auf? Sie braucht noch 30.000. Er braucht noch 13.000. Er braucht noch fast 40.000. Sie steht kurz davor, als Druidin ihren letzten Level abzukriegen. Sie braucht noch eine ganze Weile. Und sie kriegt doch auch bald ihr letztes Level ab. Ja, nichts leichter als das. Schnell raus hier. Oh, das ist die Kanalisation. Nichts leichter als das. Aber ist kein Problem. Da ist gleich eine Leiter nach oben. So, dann werden wir erst einmal rasten gehen. Wir haben zum Glück diesen Kampf gegen die Meuchelmörder ziemlich schnell bestanden. Was wollt ihr? Gut. Ah, Talisa, kommst du? Oh, wie sieht's eigentlich mit Khalid? Du kannst die jetzt mal wieder nehmen. So. Das kann alles wieder zu Minsk eigentlich. Nein, kann ich alles wieder zu Minsk. Sein Inventar ist nämlich voll. Schade. Was? Gut. So, dann gehen wir mal hier hoch. Ups, das waren alle ja? Gut. Und wir sind in der Nähe des Eisentrons rausgekommen. Beinahe unter meiner Würde. Sehr schön. Das heißt, wir haben es nicht weit bis zu unserem Stammlokal, wo wir uns erstmal ausruhen werden. Dann werden wir gucken, dass wir diese Nachrichten noch lesen, die wir gekriegt haben. Jo, einmal zu dieser Location hier. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Ja, hier in der funkelnden Klinge wollen wir uns ausruhen. Nichts leichter als das. Die Besten an der Schwertküste. Was für diese Leistung habt ihr zu bieten? Königlich, Mieten, Ausruhen. So. Dann gucken wir mal. Slive, nun ist die Zeit zuzuschlagen. Wenn die Gesellschaft am Abend meiner Amtseinführung beginnt, werdet ihr meine Doppelgänger-Assassinen am Kanalzugang des Palastes treffen. Ihr werdet euch unter die Menge im Ballsaal mischen. Wenn ich meine Rede beendet habe, werdet ihr zuschlagen. Wenn ihr nicht da seid, werden meine Doppelgänger ohne euch vorgehen und eure Bezahlung verfällt. Denkt daran, dass ihr eure Frau dieses kleine Lude im Zaum haltet. Diesem Brief ist eine Einladung zur Feier beigelegt, Sarivok. Einladung. Dies ist eine Einladung zur feierlichen Amtsanführung des neuen Großherzogs von Baldur's Tor. Die Feier findet im Herzogspalast statt. Zeigt diese Einladung dem Wächter am Tor und er wird euch Einlass gewähren. Hier scheint eine wichtige Notiz zu sein, die ihr besser aufbewahren solltet, okay? Was? Nichts. Gut. Beinahe unter meiner Würde. Bevor wir aber in den Herzogspalast gehen. Gut.
reden wir noch mal kurz mit... Gut. Warum sind die Diebe jetzt hier wieder unterwegs? Mhm.